Das ist die Welt der Reichen und der Mächtigen. Es ist ihre Welt. Eine andere Welt als meine. Sie heißt Catherine. Von dem Augenblick an, da ich sie sah, nahm sie mein Herz für sich gefangen. Durch ihre Schönheit, ihre Wärme und ihren Mut. Da wusste ich, und ich weiß es noch, dass sie mein Leben für immer verwandeln würde. Er kommt aus einem geheimen Reich, tief unter den Straßen der Stadt, wo er sein Gesicht vor Fremden verbirgt und geschützt ist gegen Hass und Verfolgung. Er brachte mich dorthin, um mir das Leben zu retten. Und jetzt ist er, wo immer ich auch bin, im Geiste bei mir. Denn uns eint ein Band, stärker als Freundschaft oder Liebe. Und wenn wir auch nie vereint sein können, so werden wir doch nie getrennt sein. Hallo, hier ist Catherine Chandler. Würden Sie Joe ausrichten, dass ich heute wahrscheinlich nicht kommen kann? Ja, es muss die Grippe sein. Ist gut, danke, Charlene. Jedes Jahr, wenn dieser Tag kommt, bringt er etwas anderes. Ich kann nicht glauben, dass schon 20 Jahre vergangen sind. Das Merkwürdige ist, es hat mich so sehr getroffen wie niemals zuvor. Es hat mich total schockiert. Ihr Tod und was das wirklich bedeutet. Ich glaube, den Tod seiner Mutter oder einer Ehefrau überwindet man nie. Ich habe sie heute Morgen so sehr gespürt. Ich habe sie deutlich gesehen. Ich musste daran denken, was wir nie teilen werden. Ich habe mich gefragt, was sie heute über mich denken würde. Sie hat sich gewünscht, dass du ein glückliches Leben haben sollst. Deine Mutter hat keine besonders glückliche Kindheit gehabt. Sie wollte, dass es dir besser geht. Ein Leben voller Glück. Komm, Kleines, ich lade dich zum Essen ein. Oh, ich habe eine Verabredung mit Nancy Tucker. Sie ist extra aus Westport hier. Wie geht's ihr denn? Ich habe sie eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Sie hat zwei Kinder. Ich werde sie fragen, ob sie ein glückliches Leben führt. Danke, dass du gekommen bist. Ja.
Hier sitzen wir. Vergangenheit und Gegenwart vereinigt über Krabbensalat. Ist wirklich großartig, dich zu sehen. Du musst uns unbedingt in Westport besuchen. Ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Rebecca und Bill sind letztes Jahr auch ausgezogen. Die wohnen nur 3 Blocks von uns entfernt. Wirklich? Mhm. Hört sich gut an. Du kannst ruhig jemanden mitbringen, wenn du willst. Gibt es einen Mann in deinem Leben? Bist du verliebt? Ist dir ein sehr rätselhafter Ausdruck in deinen Augen? Es ist etwas kompliziert. Das war's doch bei dir immer. Die Kerle, in die du verliebt warst, haben dich nie richtig verstanden. Diese tut es. Wo liegt denn das Problem? Ist er verheiratet? Nein. Schwul? Nein. Arbeitslos? Hinter Gittern? Was bleibt noch übrig? Nichts davon. Ich erkläre es dir ein anderes Mal. Macht er dich wenigstens glücklich? Das ist das Einzige, was zählt, Kathy. Dass sie schon viele Jahre so schwer krank war. Ich war 10 Jahre alt, als sie starb. Die Trauer muss dich niedergedrückt haben. Das hat sie. Aber was ich heute Morgen gespürt habe, was ich jetzt fühle, ist tiefer und beängstigender als alles, was ich damals empfunden habe. Ja. Verlust. Ein fürchterliches Gefühl von Verlust. Aber nicht nur meiner Mutter. Von Geborgenheit und Sicherheit. Es ist mehr als nur ein Teil meines Lebens verloren. Ich vermisse Dinge, die ich nie zuvor gekannt habe. Heute habe ich eine alte Freundin getroffen. Ich habe sie angesehen und mir wurde klar, dass sie das alles hat und ich... Ich habe mich für sie gefreut, aber es hat mich auch traurig gemacht. Vielleicht rufen dich diese Gefühle, diese Empfindungen, um dich an etwas zu erinnern. An was? An etwas, das du brauchst. Ich weiß nicht, ich... Wonach du dich immer gesehnt hast. Mein Leben ist voller Komplikationen und Risiken. Ich weiß nicht, wie ich ein einfaches Leben führen kann. Catherine, die Träume von deiner Mutter erinnern dich an dein Alleinsein. An die Familie, die du verloren hast, als sie von euch ging. An all die Freunde, die du aufgegeben hast, als unsere Wege sich kreuzten. Weil dieses Geheimnis, das du jetzt trägst, unser Geheimnis, diese Trennung verlangt. Von deiner Vergangenheit, von deinen Freunden, sogar von deiner Familie, die du erst noch haben musst, den Kindern, die darauf warten, geboren zu werden. Catherine, die Bürde, die du mit diesem Geheimnis trägst, ist dein Alleinsein. Aber du weißt, dass unser Band, unser Traum existiert auf Kosten all deiner anderen Träume. Das weißt du doch, Catherine. Es ist es wert. Für den Omensky-Fall ist gerade eine neue Verhandlung angesetzt worden. Sie haben das Geständnis des Partners nicht akzeptiert? Wir dürfen an den Staat zurückgehen und müssen einen neuen Fall aufbauen, unabhängig von seinem Geständnis. Gehst du runter ins Archiv und schleppst alles wieder rauf? Großartig. Sieh alles nochmal durch. Polizeiberichte, Zeugenbefragungen, Beweisakten, alles, was wir dazu haben.
Wir müssen uns ranhalten. Die werden uns unter Druck setzen. Sie werden wissen, dass wir im Nachteil sind. Ist gut. Okay. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe leider keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob es möglich ist. Sie müssen mir schon helfen. Ich weiß nicht einmal, weshalb ich hier bin. Bisher habe ich so etwas noch nie nötig gehabt. Am Telefon haben Sie etwas über den Todestag Ihrer Mutter gesagt. Am Montag ist es 20 Jahre her. Es hat mich sehr hart getroffen. Vollkommen unerwartet. Und seitdem fühle ich mich ausgesprochen schlecht. In welcher Hinsicht? So, als wäre mein Leben unmöglich. Als wäre ich niemals in der Lage, Glück zu finden. Alles ist auf einmal so hoffnungslos. Was empfinden Sie als hoffnungslos? Einfach alles. Mein Leben. Was mich früher glücklich gemacht hat, empfinde ich heute beinahe als etwas Schmerzliches, Tragisches. Glauben Sie, dass diese Gefühle etwas mit diesem schweren Überfall vor einem Jahr zu tun haben könnten? Woher wissen Sie davon? Es stand in den Zeitungen. Soweit ich mich erinnere, ist das meiste davon mysteriös und unaufgeklärt geblieben. Aber deswegen bin ich nicht hier. Warum sind Sie hier? Ich nehme an, um mir endlich klar über den Tod meiner Mutter zu werden. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass das Problem ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich glaube, zuerst müssen Sie es sich selbst sagen. Da ist eine Beziehung, in die ich verwickelt bin. Ja? Eine Beziehung, über die ich noch nie mit jemandem gesprochen habe. Sie haben Vincent weder einem Ihrer Freunde noch Ihrem Vater vorgestellt? Nein. Liegt die Ursache dafür darin, dass er nicht an Ihrem Leben teilhaben will, oder wünschen Sie es nicht? Er kann nicht. Warum nicht? Er ist dazu einfach nicht in der Lage. Er lebt von mir getrennt und dagegen können wir unmöglich etwas machen. Er lebt nicht mein Leben. Aus Gründen, die ich Ihnen einfach nicht erklären kann. Möchten Sie die Beziehung beenden? Nein, das möchte ich nicht. Was glauben Sie, was Sie von dieser Beziehung haben? Einfach alles. Er gibt mir alles. Alles das, was ich früher nie gehabt habe. Wo liegt dann das Problem? Zum einen habe ich das Bedürfnis, mit ihm zu gehen und immer bei ihm zu bleiben. Mit ihm zu leben in seiner Welt.
Aber dann spüre ich, dass ich nur eine Frau bin, die in New York lebt und versucht, glücklich zu werden. Und das empfinden Sie als unmöglich? Es ist unmöglich. Vincent. Dein Zug. Wir sollten die Partie an einem anderen Tag beenden. Ja, bei allem Respekt, Vincent. Ich glaube, das sollten wir wirklich. Was ist los? Was nimmt dich so gefangen? Als ob ich fragen müsste. Sie ist in großem Aufruhr. Du musst dir um mich keine Sorgen machen, Vater. Manchmal habe ich das Gefühl, als stünde ich am Ufer eines reißenden Flusses und müsste zusehen, wie du versuchst, hinüberzuschwimmen. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich wäre ein Narr. Doch Vincent muss ich im selben Augenblick deinen grenzenlosen Mut bewundern. Auch Catherine versucht, diesen Fluss zu durchschwimmen. Sie sieht sich denselben Gefahren ausgesetzt, zeigt denselben Mut. Und in vielerlei Hinsicht ist der Preis, den sie zahlt, größer. Bist du davon wirklich überzeugt? Auf ihrer Seite des Flusses ist niemand, der dasteht am Ufer und ihr zusieht. Auf ihrer Seite des Flusses betet niemand für ihre sichere Überquerung. Auf ihrer Seite des Flusses, Vater, gibt es niemanden außer Catherine. Dann werde ich Wache halten und beten. Hallo? Hi, ich bin's, Nancy. Ah, das ist ja merkwürdig. Ich habe gerade in diesem Augenblick an dich gedacht. Willst du uns etwa endlich mal besuchen? Eigentlich nicht so etwas Konkretes. Also hör zu. Nächsten Freitag ist Rebeccas Geburtstag und wir wollten das groß zusammen feiern. Und ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit für dich herzukommen. Ich weiß nicht, Nancy. Ich habe eine Menge Arbeit und viele ungelöste Fragen. Komm, keine Ausreden. Jenny Aronson wollte auch kommen. Du könntest mit ihr fahren. Ich überlege mir das noch. Ich rufe dich Anfang der Woche an. Rebeccas Bruder Buddy ist übrigens auch da. Du schreckst wirklich vor nichts zurück, was? Damit du herkommst, da hast du verdammt recht. Ich will sehen, was sich machen lässt. Das will ich auch hoffen. Okay, mach's gut. Hast du die Zeugenaussage des Nachbarn schon analysiert? Habe ich dir doch gerade in dein Fach gelegt. Wann? Na, etwa vor einer halben Stunde. Das war die Aussage des Hausmeisters. Du solltest dir den Nachbarn vornehmen. Oh Gott, Joe, ich bin irgendwie vollkommen durcheinander. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Du hast es heute noch auf deinem Schreibtisch liegen. Na schön, wir müssen da unbedingt am Ball bleiben, okay? Ich weiß. Er hat enorme Schwierigkeiten überwunden. Und er hat große Schmerzen erlitten. Und doch ist er der wundervollste Mensch von allen Menschen, die ich jemals in meinem Leben gekannt habe. Aber Sie sagen, es wäre unmöglich.
Wir könnten niemals zusammen leben. Aber wie kann sie das befriedigen? Doch, es befriedigt mich. Auf eine Art und Weise, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Es ist der Rest meines Lebens, der nicht dazu zu passen scheint. Wie können Sie dann das Glück finden, nachdem Sie auf der Suche sind? Und Sie möchten doch glücklich sein. Nein, nein, das ist... Verstehen Sie doch. Ich frage mich, ob Sie nicht vielleicht diese unmögliche, problematische Situation mit Vincent benutzen, um eine wirkliche Beziehung zu vermeiden. Das ist eine wirkliche Beziehung. Wenn ich Ihnen überhaupt helfen soll, brauche ich mehr, um daran zu arbeiten. Mehr Informationen. Na schön. Und welche? Warum ist diese Beziehung ein Geheimnis? Was macht sie so unmöglich? Ist er auf der Flucht? Sind Sie um seine Sicherheit besorgt? In gewisser Weise. Gut, Sie sind Anwältin. Sie müssten doch wissen, dass alles, was Sie mir sagen, vertraulich behandelt wird. Es tut mir leid. Ich habe ein Versprechen gegeben. Warum sind Sie dann zu mir gekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich unbedingt mit jemandem reden musste. Damit ein ganz anderer etwas davon erfährt. Warum tun Sie es nicht? Ich kann nicht. Joe? Was gibt's? Ich muss mir vorübergehend Urlaub nehmen. Was? Ich muss erst mal für eine Weile weg. Wann? Jetzt, sofort. Du weißt, ich würde dich nicht darum bitten, wenn... Du kannst heute nicht weg. Der Omansky-Fall hängt uns am Hals und ich habe noch 10 andere Feuer, die ich löschen muss. Ich kann nicht auf dich verzichten und ich weiß gar nicht, warum du das fragst. Dann muss ich kündigen. Also gut, was ist los? Ich habe ein paar persönliche Probleme. Tatsächlich? Ich kann nicht näher darauf eingehen, wie du immer sagst, vertraue mir. Es ist das Beste für mich und für meine Arbeit. Ich brauche eine Pause. Aber es ist alles in Ordnung, du bist nicht krank. Ich brauche nur Zeit. Na schön, mach dir keine Sorgen. Nimm dir ein paar Tage frei. So viel, wie du brauchst. Ich werde Alice und einen der Assistenten darauf ansetzen. Danke, ich weiß das zu schätzen. Catherine, du arbeitest einfach zu hart. Und ich nutze das schamlos aus. Wir arbeiten alle zu hart. Ja, aber ich habe es übertrieben. Ich weiß, du hast versucht, dir irgendetwas zu beweisen. Und du hast mir die Chance dazu gegeben. Es ist okay. Ich habe dir zu danken, Catherine. Wenn da vielleicht was ist, was ich für dich tun kann, ganz egal was... Werde ich sicher nicht zögern. Gut. Du hast hier einen Freund, Kleines. Das weiß ich. Ach, da ist sie. Catherine! Hallo, Daddy. Entschuldigt bitte. Hallo, Kay. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Wirklich? Ja, wir sollten langsam zu unseren Plätzen gehen. Ich freue mich ja so sehr, dass du mitkommen konntest. Was war nochmal der gute Zweck, für den wir hier tief in die Tasche greifen? Ich vergesse es. Ich habe mir vorübergehend Urlaub genommen. Gut. Gute Idee. Willst du verreisen? Am Freitag wollte ich erst mal Nancy Tucker in Westport besuchen. Und dann
miete ich mir vielleicht einen Wagen und mache eine Fahrt durch Neuengland. Da oben ist es zurzeit wundervoll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du das vorhast. Ich bin auch froh. Ich war. Ich will mich nur etwas frisch machen. Klavierkonzert. Eigentlich ging es mir ganz gut. Dann habe ich mich hingesetzt. Dann fing er an, das Klavierkonzert von Grieg zu spielen, verstehst du? Das, was wir damals im Park gehört haben. Hat es dir gefallen? Ja, es war wunderschön. Und ich musste andauernd daran denken, wie sehr du es geliebt hast. Ich habe mir mit aller Macht gewünscht, dass du bei mir wärst. Es wurde einfach unerträglich für mich. Es bereitete mir fast körperliche Schmerzen, sodass ich weglaufen musste. Ich bin einfach weggerannt. Vincent. Was soll ich bloß machen? Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Bevor nichts mehr übrig ist für keinen von uns. Das ist das Risiko, mit dem wir leben. Und jetzt? Was? Jetzt. Erwachen wir vielleicht aus unserem Traum. Kehren zu unserem Leben zurück. Nein. Lass mich zu dir kommen. Lass mich in deiner Welt leben. Lass es mich versuchen. Du hast hier oben dein Leben. Wenn du das jetzt verlässt, würde das bedeuten, dass du dir untreu wirst. Du musst dein Leben leben. Das darfst du niemals vergessen.
Was soll ich denn bloß tun? Du leidest furchtbare Schmerzen, ich weiß. Vincent. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe, so weiterzumachen. Dann darfst du nicht weitermachen. Ich habe mir überlegt, wenn ich für eine Weile weggehe. Catherine. Es muss enden. Nein. Es muss sein. Das will ich nicht. Wie kannst du das sagen? Dich so leiden zu sehen, nur weil du es wagst zu leben. Zu wissen, dass ich allein der Grund für deinen Schmerz bin, bedeutet mehr als das, was ich auf mich nehmen kann. Es macht unseren Traum zum Gespött. Deshalb muss es jetzt enden. Catherine. Du hast ein Leben, das darauf wartet, gelebt zu werden. Denke immer an das, was wir sind. An das, was wir geteilt haben. Erinnere dich immer daran, dass Liebe in ihrer tiefsten und reinsten Form existiert. Nutze diese Erinnerung, die dir den Mut geben soll. Jemand anderen zu lieben. Ich kann nicht. Du musst. Hier ist Catherine. Was würdest du davon halten, wenn ich etwas früher komme? Bist du ganz sicher? Ich könnte heute Abend einen Zug nehmen. Ist gut. Bis dann. Central Station. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Melonenbällchenformer. Ohne ihn wäre das Leben langweilig. Ein Melonenbällchenformer. Halte dich an mich und ich bringe dir alle Geheimnisse bei. Ach, schon wieder ein mittlerer Katastrophenfall. Hier, kannst du das nehmen, ja? Na komm, das schaffen wir auch alleine. Ach, du bist ja viel zu schnell für mich. Ich bin eine alte Frau, weißt du? Wie alt? Genauso alt wie deine Mom. Das ist alt. Die meisten Männer über 35 leiden unter zwanghaften Störungen. Mein Typ hat mich aufgefordert, meine Schuhe auszuziehen, bevor ich seine Wohnung betrete. Und, wie hast du reagiert? Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Du bist die gestörte Person, weißt du das? Ach ja. Vergiss nicht, dir was zu wünschen. Bravo. Sehr gut.
Ja. Lass uns anstoßen. Oh ja. Das nehme ich dir nicht ab. Ich schwöre dir, es ist wahr. Und wieso hast du es mir nie gesagt? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil du Rebekkas Freundin warst. Und du wolltest nicht die Freundschaften deiner Schwester aufs Spiel setzen, indem du dich mit mir verabredest und mich dann womöglich sitzen lässt? Nein. Es war wohl eher die Angst, dass Becky in eine Situation kommt, in der sie zu viel über mich weiß. Wie lange bleibst du in Westport? Übers Wochenende. Können wir was zusammen unternehmen? Sagen wir morgen? Ich fände das wirklich toll. Was hältst du davon, wenn wir morgen darüber reden? Was wir geteilt haben, wird niemals sterben. Ich werde immer bei dir sein. Leb wohl, Catherine. Und werde glücklich. Die Sonne funkelt in deinem Haar. Es ist wunderschön. Catherine. Dieses Licht. Es ist wie eine andere Welt. Ich habe das Gefühl, als sehe ich es zum ersten Mal. Wo wollen wir hingehen? Überall hin. Ich möchte dir alles zeigen. Und wir können zusammen gehen? Ja, wir zwei. Catherine, wie ist das möglich? Weil ich es mir so sehr gewünscht habe. Mehr als alles andere. Wir zwei im Sonnenschein. Vincent, du siehst im Sonnenlicht wunderschön aus. Ich bin ein Teil von dir. Was du in mir siehst, ist die Schönheit deines Herzens. Es ist alles so wundervoll. Dieser Augenblick. Ich habe niemals so viel Glück gespürt. Wenn dieses Glück nur ewig dauern könnte. Es kann. Es wird. Ich liebe dich so sehr.
Was? Was ist mit dir? Vincent! Ist alles in Ordnung? Nein! Nein! Was für eine Nacht. Nancy, es tut mir leid. Sei doch nicht albern. Manchmal schmerzt es schon sehr, wenn ich daran denke, dass wir niemals zusammen leben können. Bist du sicher, dass es da wirklich keine Lösung gibt? Ich bin sicher. Vielleicht reicht dir das alles. Ich wünsche mir ein Zuhause wie dieses. Und Kinder und eine Familie. Es ist traurig zu wissen, dass es vielleicht nie möglich ist. Wir alle müssen schwierige Entscheidungen treffen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Tage und Nächte gibt, in denen ich es bereue, dass ich nicht in Paris studieren konnte? Nie etwas mit meiner Fotografiererei angefangen habe? Ich war gut. Du warst besser als gut. Jetzt werde ich nie erfahren, wie weit ich es vielleicht gebracht hätte. Kathy, ich liebe mein Leben. Und ich liebe es, Mutter zu sein. Aber das ist nicht der einzige Weg. Es hat mir auch sehr viel abverlangt. Paul und ich haben stürmische Zeiten durchgemacht. Denk nicht, ich hätte nicht auch manches Mal gezweifelt. Es sieht so aus, als hätte der Todestag meiner Mutter, naja, er hat mich an alle möglichen Alternativen erinnert. Er hat mich gezwungen, einen kritischen Blick auf mich selbst zu werfen und mich zu fragen, was würde sie von mir denken? Wäre sie stolz auf mich? Gibt mein Leben nachträglich ihrem Leben einen Sinn? All diese Dinge. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich weiß, was sie denken würde, weil ich weiß, was ich denke. Kathy, von uns allen bist du diejenige, die den weitesten Weg hatte. Und du hast es am weitesten gebracht. Ich meine, als du Jura studiert hast, haben wir gedacht, Moderecht wäre das einzig Richtige für dich. Du hast dieses furchtbare Erlebnis überwunden. Du hast dein Leben geändert. Jetzt bist du für andere da. Und was das Wichtigste ist, du hast diese außergewöhnliche Beziehung. Du müsstest eigentlich wahnsinnig stolz auf dich sein. Wir bewundern dich alle. Und zum Teufel damit, was andere denken, was du tun solltest oder was nicht. Ich meine, wenn alles gesagt und getan ist, dann musst du deinem Herzen folgen. Das ist das Einzige, worauf du dich stets verlassen kannst. Das Gleiche hat Vincent auch oft gesagt. Werden wir ihn je kennenlernen? Manchmal denke ich, dass alles möglich sein muss. Ich glaube, ich fahre wieder zurück nach New York. Jetzt gleich? Ja. Aber es ist 4 Uhr früh. Ich muss sofort zurück. Aber der erste Zug geht nicht vor 5:30. Kannst du mir deinen Wagen leihen? Ist es dir wirklich so ernst? Du hast gesagt, folge deinem Herzen. Es kann nicht warten. Na schön, sicher, das Auto kriegst du. Paul kann es am Montag abholen. Danke, Nancy. Danke für alles.
vergib mir, dass ich gezweifelt habe. Was wir haben, ist das Einzige, was wichtig ist. Es ist alles wert, Vincent. Alles, Catherine.